Ja, wir haben uns den letzten Sonntag, wo wir das Thema Wendepunkt sprechen werden. Yeah, and we've been talking about turning points. Wir haben 6 Wochen dafür Zeit genommen und wir wollen es heute abschließen. And we've spent 6 weeks already on this topic and we're going to close today. Und ich fand es richtig klasse, dass wir uns 6 Wochen lang uns echt mal mit so einem Buch beschäftigt haben aus Richter, also im alten testamentlichen Buch. And I think it's great that we took so much time, 6 weeks just in one book. Und dass ich auch persönlich ganz viel daraus mitnehmen konnte. And for me, I was able to take a lot away from studying Judges. Ja. Ich dachte, hey, okay, das ist interessant. Die Geschichte ist eigentlich an. Ist on? Ja, okay. Klingt irgendwie anders, okay. Genau, dass ich über die Geschichte so, dass ein Gott sein Volk rausführt, große Wundertaten passieren und sie in ein neues Land kommen. So I think it's great, interesting. We see here a little summary. God takes his people out of Israel, takes them into a great place. So ein Volk, was erlebt hat, wie das Tote Meer gespalten wird, wie sie durchmarschieren, das Rote Meer gespalten wird, wie sie durchmarschieren und neues Land einnehmen. We see a group of people who experienced God, who experienced miracles. He separated the water so they could walk across and all of these mighty things. Und das Erste, was sie machen, nachdem sie angekommen sind, ist zu vergessen. And the first thing they do when they arrive to the place where he led them is they forget who led them there. Ja, zu vergessen, was Gott gemacht hat und zu vergessen, wer Gott überhaupt ist. They actually forget who God is and what he's done. Ganz am Anfang haben wir uns das angeschaut in Richter 2, 10 bis 12. And when we started the series, we looked at Judges 2, verse 12. Oh, 10 bis 12. Wir haben das hier auch in Englisch an der Leinwand. And if you want to read along in English, you can look at the slide. Und ich lese das uns mal kurz vor, was da steht. We'll read it short, briefly. Und als auch jene Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und entzürnten den Herrn. Das ist so die Kernbotschaft des Buches Richters. And that's really the core message in the book of Judges. Die Kernbotschaft, wie wir gesehen haben, die sich in so einem Kreislauf zeigt. The core is a cycle. Nämlich einem Kreislauf von dem, was passiert, wenn ein Volk sich abwendet von Gott und vergisst. It's a cycle of what happens to a people group who turn away from God and forget about him. Die Konsequenzen, die sie daraus erleben, die Unterdrückung von anderen Völkern. Then we see the consequences, the oppression that they went through. Und dann das, was sie machen, nämlich sich zurückzubesinnen auf ihren Gott, zu bekennen und zu ihm zu rufen. And then they turn back and call out to their God. Und dass Gott immer und immer wieder eingreift. And we see that God comes jumps in again and again. Und er greift immer wieder dadurch ein, dass er Richter benutzt. And he uses judges to do things. Wir wissen Richter nicht im Sinne, wie wir das verstehen, im Gericht, sondern Richter, die so Stammesoberhäupter. And we talked about it's not judges the way we think about judges today with a court, but these were people, the chosen people. Und letzte Woche haben wir uns einige von denen mal angeschaut. And last week we looked at one of these judges in particular. Und wir haben gesehen, hey, es wird immer, immer schlimmer so mit dem Volk. Die Ausmaße werden immer schlimmer. And we see how it's getting more and more extreme as we go through the book, the consequences. Und dass Gott die ganze Zeit versucht, sein Volk zurückzuholen und dahin zu führen, wofür er es eigentlich hat erstmal aus Ägypten rausgeholt hat. But God makes ways again and again for his people to get back on track, to lead them to the place where he took them out of Egypt to be. Er benutzt sogar Leute, um das zu tun, die keine Ahnung haben, wer er ist. And he even used people to do that, people who didn't even really know who he was. Und ich finde, es ist so eine demütige Haltung, die Gott da einnimmt. Ja? Er lässt sich immer wieder drauf ein, weil er sein Volk so sehr liebt. And we see the humility character side of God, how he, you know, just is willing to help again and again. Um zu sehen, dass das echt immer schlimmer wird, wollen wir heute in so eine Geschichte ziemlich am Ende des Buches hineinspringen. And we're going to see how it gets even worse as we look at the final chapter of the book of Judges today. Und zwar werden wir uns die Geschichte von Micha anschauen. And we're going to look at the story of Micah. Und bei ihm ist dieser, ich nenne es mal Zustand, das Nichtwissen, wer Gott ist,
sehr vorangeschritten. And we can really see here that the people did not know who God was. Man sieht so, welche Ausmaße das so angenommen hat für das alltägliche Leben. And we're going to see how that is reflected in the daily lives of the people. Weißt du, die machen ganz viele Dinge, die haben nichts mit Gott oder dem Gott der Bibel zu tun. We see them doing things that have nothing to do with the God of the Bible. Aber sie denken die ganze Zeit, sie machen das für Jahwe. And they honestly think the whole time that they're doing things in the name of Yahweh. So, es hatte nichts mit Jahwe zu tun, sie dachten aber, es wäre das, was Jahwe möchte. And it has nothing at all to do with Yahweh, but they believe that they're doing what Yahweh would want them to do. So lass uns mal reingehen in den Text. So let's have a look at these verses. Sie finden den Text in Kapitel 17 und ich habe mal die Verse 1 bis 7 da rausgenommen. Chapter 17, verses 1 through 7. Und es war ein Mann vom Bergland Ephraim namens Micha, der sprach zu seiner Mutter, die 1100 Silberlinge, die dir entwendet worden sind, um deretwillen du einen Fluch ausgesprochen hast vor meinen Ohren, siehe, jenes Geld ist bei mir. Ich habe es entwendet. Da sprach seine Mutter, gesegnet seist du, mein Sohn, von dem Herrn. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberlinge wieder. Und seine Mutter sprach, ich habe das Geld aus meiner Hand ganz dem Herrn geheiligt für dich, mein Sohn, dass man ein Bildnis, ein gegossenes Bild machen soll, darum gebe ich es dir jetzt wieder. Er aber gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberlinge und gab sie dem Goldschmied. Der machte ihr daraus ein Bildnis und ein gegossenes Bild. Das kam in Michas Haus. So hatte also Micha ein Gotteshaus. Und er machte ein Ephod und ein Teraphim und weihte einen seiner Söhne, damit er ihm als Priester diente. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und ich glaube, das ist ziemlich bezeichnend, wenn wir diese Geschichte lesen, dass genau das passiert. And I think we can really see how this story describes what's going on. Ja, dass jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. It describes how everybody was doing what they saw fit in their own eyes. Wenn man das so ganz langsam mal durchliest, dann merkt man, wie verrückt die Geschichte eigentlich ist. And if you really take your time and read through it slowly, you see how insane the story is. Schon allein der Dialog zwischen der Mutter und dem Sohn. The dialogue itself between the mother and her son. Ja, so ein moralisches Chaos. Ich klaue, ach, ist nicht so schlimm, ach, dahin, ach, so. This weird, immoral conversation. Yeah, okay, that wasn't okay. Well, it's okay now, it's fine, I'm sorry. Und dann, ach, jetzt machen wir was für Jahwe, am besten bauen wir ein Bild. And then they decide just to fix everything with building an image for Yahweh. Also nur mal so für sich betrachtet, absolutes Chaos. It's complete chaos in the story. Irgendwie herrscht da kein Wissen darüber, wer Gott ist und was es bedeutet, dementsprechend zu leben oder zu handeln. And we see nowhere here any of the wisdom God in the story, how he would do things. Weißt du, 10 Gebote waren schon längst da, aber sie wurden anscheinend nicht ernst genommen. And the 10 commandments were available at that time, but apparently they weren't obeying them. Weißt du, Gott will nicht, dass wir stehlen. God tells us in the 10 commandments, do not steal. Und noch viel mehr will er nicht, dass wir ein Bildnis von ihm machen. And even more, he tells us, please don't create other idols before instead of me. Ja, 3-mal erwähnt er das in den ersten Büchern Mose, dass wir kein Bildnis von Gott machen sollen. And God says, you should not create idols. And he talks about that 3 times in the books before in the Old Testament. Ja, in den 10 Geboten, du sollst kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. He says, there shall be no other gods, nothing even representing me. Weißt du, und diese Tatsache, dass es damals schon herrscht und damals da war, wird einfach ignoriert. And the point is, this people knew that at this time and they ignored it. Und die glauben, all das, was sie gerade machen in der Geschichte, das ist ja das Verrückte, machen sie für Jahwe. And the crazy thing is they really believed that they were doing these actions for God. Sie hatten eine Vorstellung von Jahwe, bei der das alles vereinbar war. They had a picture of God that was said this was okay. Ich glaube, sie hatten eine Vorstellung von Gott, die aber eher der entsprach, wie ihre Nachbarn über ihre Götter dachten. But I think the impression that they had of God was influenced from the gods of their neighbors. Also ihre Vorstellung war mehr davon abgefärbt, wie was alles um sie herum passiert ist.
They were more tainted and influenced by the gods of the people around them than the gods that they knew. Und das ist ein großes Thema im Buch Richter. Welche Einflüsse strömen auf uns ein und was machen wir damit? And that's a central theme in the book of Judges. What influences our picture of God? Denn die Kanaaniter hatten ganz, ganz viele Götzen und ganz, ganz viele Statuen. And they had many gods and many idols and many statues. Also die für Fruchtbarkeit, Ernte und für all das, für den Segen verantwortlich waren. And they had statues that represented the blessings, all the things that they needed for fruitfulness and reproductivity. Und sie haben sich diese, damit dieser Gott besser ansprechbar ist, ihn auch visuell so ins Haus gestellt. And so that they could access this God easier, they would build a statue and put something tangible in their homes. Und sie haben sie missbraucht, so für seine für ihre Zwecke. And they really misused these gods for their own benefits. Und ich, wenn ich mir das so anschaue bei den Völkern, glaube ich, dann handelt es sich echt eher so um menschengemachte Götter. And if you look closer, you see that it's actually about gods made in the image of man. Und ich glaube, im Bewusstsein dessen, was wir Menschen manchmal machen, hat Gott gesagt, hey, macht euch kein Bildnis. And when we think about you know, what we do, we have to keep in mind that God said, don't create other gods besides me. Ja, weil er wusste, dass wir dazu tendieren, wenn wir irgendetwas machen, dann wollen wir es auch so gebrauchen, wie wir es wollen. And he warns us because he knows our nature and he knows that we are tempted to make things for our own benefit. Und außerdem, glaube ich, wollte er klar machen, dass niemals eine Statue wirklich widerspiegelt, wer Gott in all seinen Facetten ist. And he also wanted us to know that there's never going to be anything tangible that would even come close to who God really is in his character. Vielleicht ist es manchmal so weit weg für uns, wir können es nicht vorstellen, eine Statue anzubeten. And maybe you could even, sorry? Wir können uns manchmal nicht vorstellen, eine Statue anzubeten. Maybe you can't imagine worshiping a statue. Aber vielleicht ist es so, dass wir bestimmte Wesensmerkmale von einer Person, die wir näher kennen, so überbetonen und sie nur darauf beschränken. But is it possible that we limit ourselves to certain beliefs or things that other people say or do? Also wir sagen, die Person ist so oder so und nicht anders. And we say, for example, that's just how that person is and that they'll never change. That's how it is. Also wir sind nicht offen für das wirkliche Kennenlernen der Person. And we're not really open or interested in really getting to know that person at a deeper level. Weißt du, Gott wollte Gott bleiben. God wanted to remain God. Weil er wollte sich nicht gefügig machen lassen von uns Menschen. And God needed to remain in a position where he's not manipulated by people. Aber zu der Zeit tat jeder, was er wollte und wie er sich es vorstellte. But what was happening in Judges is that they were manipulating to suit their own what they thought they needed. Und die Geschichte wird noch verrückter, wenn man sich das ein bisschen mehr anschaut, was da noch so passiert. And as you look deeper into the story, it gets even more crazy. Ja. Denn dann kommt ja so ein freischaffender Priester vorbei. Then we see a priest coming in. Und in der damaligen Zeit so ein Lehrer, eine anerkannte Persönlichkeit. And this was a person who should be a teacher. Und anstelle zu sagen, hey, hier läuft einiges verkehrt. And instead of saying, hey guys, you're doing this all wrong. Sagt er, okay, ich mach da mit. The priest says, okay, yeah, I'll go along with that. Also er bietet ihm ein tolles Einkommen an, Micha, dem Priester, und er sagt, okay, wenn das so ist, dann mache ich da mit. And they offer him a salary, a nice bonus, and he, you know, just goes along with it. Also er nimmt die Vorstellung, die Micha von Gott hat, mit auf und praktiziert es. And again, the image of God that Micah presented to him was accepted, and they went on. Und alles, was sie taten, taten sie im Namen Jahwes. And everything they did it in the name of Yahweh. Trotzdem entsprach dieser Gott nicht Jahwe, sondern ihren Vorstellungen. And this still wasn't a representative of Yahweh, but it was something that they had created. Weißt du? Und das Spannende ist, wenn man da hineinschaut in diese Geschichten, dass niemals Gott wirklich aktiv wird. And it's interesting, if you see here, God was never active throughout the story. Also er ist nie wirklich involviert. God was never really involved. Leute denken nur, was Gott machen würde oder wie man im Falle von Gott handeln sollte. People were imagining and thinking, this is God and this is what he's doing. Und das spitzt sich dahin zu, dass ein anderer Stamm vorbeikommt und diesen Gott und diesen Priester wegnimmt. And it escalated to the point where the priest took away these gods.
Und Micha dann dasteht und sagt, hey, sie haben ja meinen Gott weggenommen. And then Micah sat there and they said, whoa, they took all my gods. Und ich mich frage, hey, wie geht das denn? Wie kann man den Gott wegnehmen? And I ask myself, if it was really God, how can you take gods away? So wenig wusste er von dem, wer Gott ist. But that's how blind he was to who God really is. So wenig wusste er, welche Möglichkeiten Gott hat. If he only knew the possibilities of God, life with God. Michas Bild von Gott war auf das beschränkt, was sein Umfeld von ihren Götzen hatte. But Micah created these gods, and these gods were created in Micah's image. Weißt du, man ist schnell dabei, wenn man Sachen in der Bibel liest, zu sagen, okay, das war damals so, aber heute ist ja anders. And of course we read that and say, yeah, wow, but that was back then. Aber ich glaube, es hat sich gar nicht so viel geändert. But have things really changed that much? Ich glaube, wir haben immer noch von bestimmten Dingen bestimmte Vorstellungen. Don't we still have expectations and our own ideas about how things should be? Weißt du, es ist sogar so, dass dein Gehirn bestimmte Filter hat, mit dem es all die Informationen, die um uns herum an sich abspielen, verarbeitet. And the fact is that our brain actually creates its thought patterns through a filter of things that influence us around us. Weißt du, es wäre nämlich so, wir nehmen können, unser Gehirn ist in der Lage, so viel aufzunehmen, dass wir verrückt werden würden. And that's okay because we need sometimes to put things through filters so we don't go crazy. Ja, aber diese Filter werden auch ganz viel davon geprägt, was andere Leute sagen und denken. But keep in mind, these filters are impacted from what other people say and what other people think. Ja, oder in welcher Situation du dich selbst wiederfindest. Or they're a filter that's tainted from the situation we find ourselves in. Ich habe gehört, schwangere Frauen sehen immer nur schwangere Frauen. I heard once that pregnant ladies only notice other pregnant ladies. Oder wenn du gerade noch an der Suche nach einem bestimmten Auto bist, siehst du überall nur noch dieses Auto. Or if you're interested in getting a certain model of car, you'd see that car everywhere. Also das passiert mir manchmal. I have that problem sometimes. Also so sind wir manchmal geprägt, ja, so sind unsere Filter manchmal eingestellt. We're influenced by these filters. Wir können uns dessen bewusst werden, dass wir so ticken und dass das so passiert. Wir können uns dessen bewusst werden, dass das passiert. And we can actually be conscious of that. Und wir sollten es, glaube ich, auch. And we should be conscious of that. Weil wir doch so schnell dazu neigen, zu kategorisieren. We have to know that we're quick to put things in categories. Oder in irgendwelchen Schubladen zu stecken. And it's our nature to put things in a box. Und ich glaube, das geht uns auch mit Gott so. And it's the same with our relationship with God. Es ist gar nicht so wichtig, ob du ein Christ, Agnostiker, Humanist oder Atheist bist. And this really applies to Christians and agnostics alike. Also wir alle haben bestimmte Vorstellungen, wenn wir das Wort Gott hören oder sehen. We all have thought patterns, expectations when we hear God's word. Aber wir müssen uns dessen bewusst werden, dass wenn wir was hören, dass wir ganz schnell dabei sind, es irgendwo reinzusortieren aufgrund dessen, was uns geprägt hat. And we have to know and be realize that we're in danger of putting things into certain categories because of our past experiences. Also es kann auch passieren, dass wir Gott ganz schnell in Schubladen stecken. And it's possible that sometimes we put God in a box too quickly. Und eigentlich ist das nichts anderes als eine Statue von Gott zu machen. And that's really just the same as creating an idol or a statue. Was, wenn wir Gott in eine Schublade stecken? Because when we put God in a box, machen wir nichts anderes als eine Statue von ihm. We don't do anything else. Basically what we're doing is creating a statue. Gott sagt über sich selbst in Jesaja 55. In Isaiah God says about himself. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Sondern so hoch der Himmel und die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also wir haben Gedanken und wir haben Vorstellungen, wenn es zum Wort Gott kommt. We have thoughts and we have ways that we think about the word of God. Und ich möchte uns heute echt herausfordern, dich und mich. And I want to challenge all of us, you and myself. Dass wir darüber nachdenken, welche Vorstellungen wir von Gott haben. To really take a moment and think about what are our thoughts about God? Und dass wir uns bewusst werden, was für ein Gottesbild wir haben. To really examine and say, what is my image of God like? Ja, was stelle ich mir vor? What do I really expect God to do in my life? Beziehungsweise, was glaube ich,
wer Gott ist und wer nicht ist. What do I believe? What do I have faith in God for? And what maybe do I not have faith in God for? Was ich sage hier von Glauben, weil wir können Gott ja nicht wissenschaftlich beweisen. And it's about faith because we really you can't see God. Ich habe öfter mit Leuten darüber gesprochen. And I've talked with many people about this subject. Und mir ist aufgefallen, dass ganz oft dieses Vorstellung, dieses Gottesbild davon geprägt ist, ja, was Leute beeinflusst hat. And I've noticed that it's really a topic that people are influenced by their past, by experiences. Ja, bei den Eltern, bei den Freunden, bei der Schule, bei all dem, was um uns herum existiert und da ist. Their relationship with God is influenced from education or from upbringing, friends, whatever. Von den Erfahrungen, die wir machen. Our relationship with God is influenced sometimes by the experiences or where we're at in life. Oder auch von der Geschichte von anderen Religionen. We're also influenced from other religions or from history. Also aufgrund von gewissen Sachen, die wir erlebt haben, erfahren haben und die wir glauben oder uns vorstellen, haben wir Schlussfolgerungen gezogen. And we come to conclusions based on things that we've seen and heard. Um das Ganze mal ein bisschen nicht so theoretisch zu machen, sondern ein bisschen praktisch, habe ich ein Beispiel mitgebracht. And I brought a practical example, so it's not so theoretical. Ich mag das ganz gerne. So I like to do that. Und zwar diese beiden Typen. So here we have two guys. Ja, der eine ist der erste Kosmonaut, sagt man ja bei den Russen, im Weltall, und der andere ist ein Astronaut. So the first man is a cosmonaut and he went into space, and James Irwin is an astronaut, genau. Also went into space. Und das Spannende ist, dass beide, nachdem sie gelandet sind, etwas darüber sagen, wie sie sich Gott vorstellen oder wer Gott ist für sie. And what I want us to look at is what each of them said when they came back from the mission. Nämlich als Yuri Gagarin wieder auf dem Boden war und so im Interview. And Yuri Gagarin was at an interview after his trip. Da sagt er, ey, Gott habe ich nicht gesehen, der Himmel war dunkel, genossen. Was heißt genossen? Okay, he said, the sky was a dark comrade and I, no, the sky was dark and I didn't see God. Comrades. Ja, genossen. Also seine Schlussfolgerung aus dem, was er da wahrgenommen hat in der Situation, war, Gott ist nicht sichtbar, folglich, Gott ist nicht existent. But what he was saying is, I didn't see God, there is no God, God doesn't exist. Ganz anders war das Statement, was James Irwin wiedergegeben hat, als er gelandet war. And then let's see what James Irwin had to say when he came back. Ich empfand ein Gefühl der Inspiration, dass da jemand mit mir war, der über mich wachte und mich beschützte. He said, I felt inspired, and I felt like there was somebody with me the entire time. Somebody was protecting me and watching over me. Rund um uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar nicht vorkamen wie an einem fremden Ort. And there was so much beauty, we didn't even feel like we were in a strange place. Was mich aber tief in der Seele bewegte und meinem Leben eine Wende gab, war, dass ich Gottes Gegenwart spürte. And what will always be a turning point in my life was the presence of God that I sensed when I was there. Seine Schlussfolgerung ist, Gott ist spürbar, folglich Gott ist existent. So his report was, God is present, God is tangible, God exists. Und ich habe gerade gesagt, dass wir aufwachsen mit bestimmten Prägungen in einem Umfeld, was uns lehrt, was auch, ja, was wahr ist und was falsch ist. And I said that, you know, I believe we grow up and we're influenced by what we hear as to be right or true and false. Oder dass wir bestimmte Filter haben, die uns ermöglichen, bestimmte Sachen zu sehen und bestimmte Sachen nicht zu sehen. And we have filters and we see things through these filters in different ways. Weißt, ich glaube nicht, dass einer von beiden absichtlich gelogen hat. And I don't think that one of these men lied. Ich glaube, sie waren unterschiedlich geprägt. I think that they had each a different impression. Weißt, der eine ist in einem kommunistischen System aufgewachsen, wo ganz streng atheistisch erzogen worden ist. And one of these men grew up in a communist environment. Und diese Aussage ist nur eine Konsequenz davon. And a statement like that is a result of growing up without knowing God. Und James Irwin ist in seinem sehr christlichen Hintergrund aufgewachsen, sogar in die Kirche gegangen. And James Irwin grew up going to church. He was a Christian. Und deswegen ist es oft eine Folge von seinen Prägungen, was er sagt. And I think that was what resulted in his experience. Oder was er dadurch wahrnehmen konnte.
And that's what he was able to perceive. Also beide waren auf ganz verschiedene Art und Weisen geprägt. They were, but each of these men were influenced in a completely different way. Die hatten verschiedene Filter. And they were seeing things through different filters. Und genauso war es bei Micha. And that's what it was the situation with Micah. Also er konnte Jahwe sich deswegen so und so vorstellen, weil er diese Filter hatte und diese Vorstellung. He wasn't able to perceive Yahweh correctly because he was influenced by all of these filters from the people around him. Also welche Vorstellung kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Gott hörst? I think what happens when you hear the word of God? Ja. Mach doch mal so ein eigenes Experiment heute Nachmittag. Was kommt mir in den Sinn, wenn ich das Wort Gott höre? Maybe take some time and do a little experiment this afternoon and really ask yourself, when I hear promises out of the word of God, what do I really think? In den Gesprächen, die ich hatte, habe ich gemerkt, ganz oft stehen in diesen Vorstellungen von Gott viele unbeantwortete Fragen. And what I realized for myself is when I reflect on who God is, I see many questions that are unanswered. Vor allem von den Leuten, die ein Bild von Gott haben, gibt es viele unbeantwortete Fragen, warum sie Gott sehen, wie sie ihn sehen. And I think many people have unanswered questions about who God is. Und wir haben viele Erfahrungen gemacht und verschiedene Bilder wahrgenommen und aufgenommen von Gott. And we have many experiences with our walk with the Lord. Also die eine sagt, Gott ist die Spaßbremse. And some people think, you know, God is a party pooper. Also er verbietet alles. We're not allowed to do anything fun. Weißt du, der andere sagt, Gott ist der alte Opa irgendwo weit weg, der hat nur Interesse an mir. And some people think he's an antiquated God, an old guy who's not interested in life. Weißt du, manche sagen, Gott, das ist ein Schwächling, weißt du, der kümmert sich nur um Alte und Schwache, aber so mit denen, die es drauf haben, da kann er nicht mithalten. And some people really think God is the God for elderly people and sick people, and if you're really modern and dynamic, God can't keep up. Ja, oder Gott ist der Tyrann, er will nur bestrafen, nur gucken, was falsch läuft. And many people think God is a tyrant and he's just waiting for us to mess up so he can punish us. Oder vielleicht ist es manchmal so, dass wir gar kein wirkliches Bild haben, aber denken, wenn wir ihn brauchen in der Not, dann sollte er da sein, so wie die Feuerwehr. And some people really don't even have an idea of who God is, they just think it's somebody that you can call like the fire company, when there's a fire he'll come and fix everything. Und vielleicht ist auch so, dass wir manchmal als Christen denken, oh, Gott ist der, der gerne kuschelt. And sometimes we as Christians, we think God is a cuddly God. Also der ist immer lieb. He's immer lieb. He's always nice and cuddly. Ich glaube, viele Vorstellungen sind sehr stark davon abhängig, ja, was wir selbst uns manchmal vorstellen. But these ideas are ideas that we create from ourselves. Ich glaube, dass es vorkommen kann, dass bestimmte Vorstellungen echt von dem abweichen, wer Gott eigentlich ist. And we need to keep in mind that it's possible that a lot of these ideas that we have about God are just not true. Und es kann sein, dass wir in bestimmten Facetten ein falsches Gottesbild haben. And it's possible that in some areas we have a wrong picture of who God is. Ein bekannter Philosoph hat gesagt, and a famous philosopher once said, nachdem er sich all das angeschaut hat, was auf dieser Welt so passiert, I've studied and I've watched what's going on in this world. Er sagte, Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. And what I see is that man has created God in man's image. Der Mensch hat sich einen Gott geschaffen nach seinen Vorstellungen. People create God according to their idea of who God is. So wie Micha das tat. And that's what Micah did. Und ich dachte so für mich selbst, ja, vielleicht hat er damit recht. And I thought, you know what? This could be true. Ist es nicht so, dass manchmal viele Vorstellungen von Gott einfach nur menschliche Konzepte sind? Isn't it true that maybe some of our ideas about who God is are our own human ideas? Dass ich meine Erfahrungen, meine Wünsche auf Gott projiziere und sage, so ist Gott. And I'm projecting my experiences and my ideas on the image of God. Dass ich eigentlich die ganze Zeit versuche, die Frage, wer ist Gott, selbst zu beantworten, die Frage, wer Gott ist. And that I'm walking through life, perhaps answering that question for myself, who God is. Ich glaube, wir können die Frage gar nicht beantworten. Well, I don't think we can answer that question. Ich glaube, dass wir die Antwort, wenn wir die aus uns selbst nehmen, schon wieder so beschränkt ist und auf Vorstellungen begrenzt, dass es schon wieder so ein, ja, nicht Gott ist.
Because I think as soon as we even put an answer out there to that question, we are so limited in how we think that it's not possible to be accurate. Also, wir können Gott nicht definieren. We cannot define who God is. Definieren heißt eingrenzen. Because defining something means to limit it. Weißt du, wir würden Gott eingrenzen, wenn wir das machen. And if we define God, then we limit who he is. Ergo, wir schaffen Gott selbst. We limit him to as much as we can put into creating him. Also, wir können nicht Gott in irgendeine Schublade stecken. And we cannot afford to put God in this box. Weißt du, es ist ziemlich unfair, wenn wir das mit Menschen machen. And it's not even fair, and we do this with one another. Und es ist noch viel unfair, wenn wir das auch mit Gott machen. And it's even much, much less fair when we do this with God. Aber ich glaube, Gott hat uns diese Geschichte von Micha gegeben, um zu sagen, hey, ihr steht in der Gefahr, dass ihr mich in eine Schublade steckt. And I think God gave us the story from Micah as a warning to say, watch that you don't do this. Und dann fährt er fort in seinem Wort und sagt, okay, jetzt schaut doch noch mehr an, was ich über mich selbst sage und wer ich bin. And he says, instead of that, go deeper into the word and learn who I am, what I tell you about myself. Und viele Theologen haben sich damit ganz komplex auseinandergesetzt, wer Gott ist. And theologians have spent hours and years trying to or studying about who God is. Und wenn ich dann so diese Abhandlung lese, and if I read some of these reports, these studies, dann lese ich wieder nur Dinge, die ich nicht kapiere oder verstehe. I just read more things that I can't grasp and I can't understand. Also allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. God's omnipresent, he's almighty, he's all knowing. Was bedeutet das? What does that mean? Wie kann man sich das vorstellen? How can you imagine to be those things? Und die Frage ist, muss ich mir das überhaupt vorstellen? And then the question is, do I have to get it? Muss ich Gott erfassen mit meinem Verstand, mit meinen Gedanken, mit dem, wer ich bin? Is it really necessary that I grasp and know who God is with my own understanding? Weißt du, gehst du erst dann in eine Beziehung mit einem Menschen ein, wenn du hundertprozentig weißt, wer er ist? Is that how we do it with relationships? Do we enter into relationships with people only after we know 100% everything about them? Oder gehen wir in eine Beziehung rein, um die Menschen kennenzulernen und damit zu erfahren, wer er ist? Or do we go into enter relationships to get to know people better, to learn more about somebody else? Braucht es nicht Offenheit, damit wir wirklich Gott begegnen können? Don't we need this sort of transparency also and time invested to know who God is? Weißt du, Gott sagt, ich habe die Menschen nach meinem Bild geschaffen. God says men are created in my image. Was für mich bedeutet das, dass wir in der Lage sind zu denken, zu fühlen, zu handeln, zu wollen, zu fühlen, zu unterscheiden, all das. And we are created with the ability to feel, to understand, to decide, to have opinions, and so on. Und es bedeutet für mich gleichzeitig auch, dass er mich wollte als Individuum und als Person. And that's a sign to me that God made me that way, which means he wants me to be an individual. Und wenn er das gewollt hat, dass ich ein Individuum bin und dass Gott das ebenbildlich ist. And if he created me in his image and I am an individual. Ist es dann nicht logisch, dass er auch so ist? Isn't it logical to think that God has those same characteristics himself? Ist es nicht logisch, dass Gott eine Person ist? Is logical to say that God is also a person? Dass nicht nur eine Vorstellung ist, etwas von dem, was ich weiß. That God isn't just something that I've created that I know. Sondern dass Gott mich absichtlich mit all dem, was mich ausmacht, geschaffen hat, damit ich mit ihm in Beziehung kommen kann. No, God is the same God who created me with all of my characteristics and abilities, and he wants to have a relationship with me. Gott hat mich geschaffen, damit ich mit euch Beziehung bauen kann, so wie wir mit ihm Beziehung bauen können. God created me to have relationships with you all the same way that he wants to have relationships with us and vice versa. Und die Bibel erzählt mir das die ganze Zeit. And the Bible repeats this over and over. Dass Gott immer wieder nach Beziehung mit Menschen sucht. And it tells us about God's desire to have relationship with mankind. Und dass Beziehung für ihn auch bedeutet, dass er Liebe lebt. And for God, this relationship means living and experiencing love. Freie Entscheidung zu gewähren, ob man das möchte, ob man sich drauf einlässt oder nicht. And he gives us a free will and the ability to make decisions and to accept or to reject his promises. Weil ich glaube, als Christen müssen wir uns manchmal mehr wieder da bewusst werden, dass eben nicht nur um unsere Vorstellungen und unser theologisches Wissen geht.
And we need to remind ourselves over and over again that God is bigger than what we could understand through theology or our experience in our own lives. Sondern dass es Gott um Beziehung geht, um wirklich eine Offenheit ihm gegenüber, um ein Nahekommen und ein Kennenlernen, wer er ist. But with God, it's about getting to know him more and about relationship every day. Gott ist keine festgelegte Vorstellung. Gott ist ein Abenteuer. God is an adventure. He's not something in a box. It's not a statue. Also er wollte immer Beziehung zu uns, um uns zu zeigen, wie wunderbar Leben ist. And his desire is to have relationship with us so that he can show us more and more of the abundant life. Also wir haben alle Fähigkeiten, um Gott wirklich kennenzulernen. We all have the ability to get to know God, to have a relationship. Er wirkt, er ist da, wir können es wahrnehmen. He's there and we can accept it. Vielleicht müssen wir das ein oder andere Vorurteil und die ein oder andere Vorstellung von Bord werfen. And we might have to throw away, get rid of some of our expectations or our ideas. Und hingehen und sagen, Gott, wir wollen von dir lernen, wer du bist. And replace them with just a sentence to God that says, I want to know you more. Who are you? Ganz persönlich. Just something very personal. Weißt du, Mose hat damals Gott nicht gefragt, okay, Gott, leg mir jetzt mal da, wer du bist, so ganz theologisch, gib mir mal eine gute Doktrin darüber. Moses, he didn't go to God and say, hey God, come on, give me a good doctrine, I want to know who you are, what's the theory behind all of this? Moses hat gesagt, wer bist du? Moses just said, who are you? Und Gott hat gesagt, ich bin der, der ich immer war, der ich immer sein werde. And God says, I am that I am. Ich bin nicht fassbar. You can't touch me. Aber ich komme in deine Welt, um dir zu begegnen. But I'm here in your world and I've come to encounter you. In Jesus Christus ganz persönlich nahe gekommen. And then with Jesus Christ, he came as a man. Ich glaube, Gott hat es satt, dass so viele Vorstellungen über ihn kursieren, die überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. And I think really that God just finally had enough of people not knowing who he was. Dass er persönlich Mensch geworden ist. And that he just became God in person. Dass wir wirklich nachvollziehen können, was es bedeutet, so wie Gott zu sein. Because we had to learn what it's like to be like God. Wir schließen das Buch Richter ab. And we're closing the book of Judges. Ein Buch, was uns zeigt, was innerhalb von 400 Jahren passiert ist. A book that took place over 400 years. Und ein Buch, das eigentlich darstellt, was Gott sich sehnlichst gewünscht hat. And it shows us over this time what was God's desire. Gottes Wunsch war, dass sein Volk zulässt, dass er Herr ist, dass er Gott ist. We see in this book that God's desire was for people to let God be God in their lives. Und dass sie es nicht gebraucht haben. And sorry. Und dass sie es nicht gemacht haben, sich nicht dafür entschieden. And to show them that they weren't doing that. Sein Plan war, dass dieses Volk allen Völkern zeigt, wie wunderbar und wie gut Gott ist. The plan was that these people were supposed to show the goodness of God to the world. Aber sie haben es nicht getan. But that's not what they did. Und Gott hat immer und immer wieder eingegriffen, um zu werben und sie dafür zu begeistern, das zu tun. But we see God's faithfulness when he came through again and again to show how much he loved them. Weißt du, Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Jesus came to the world to show us the Father. Und um in Beziehung mit Gott zu Menschen zu machen, die anderen Menschen zeigen, wer Gott ist. And so that we can have relationships with other people and reflect who God is to the world. Weißt du, es geht nicht nur um Definition, dass Leute ableiten können und die Hinweise auf Gott deuten. It's not about defining God for other people and showing them, you know, something that they can, a definition they can turn to. Sondern es geht darum, dass andere Leute Gott in dir sehen können. It's about showing God, living God through our lives. Und das geht nur, wenn du persönlich in Beziehung mit Gott lebst. And this is only possible when you have a personal relationship with this God. Es geht nicht, wenn du nur über Dritte irgendwas hörst. It's not, it won't work if you tell somebody something that you know from a third party. Weißt du, du kannst nicht Beziehung mit irgendeinem Menschen haben, aber gar nichts mit dem zu tun haben. I can't have a relationship with somebody if I don't have anything to do with that person. Du musst etwas mit Gott zu tun haben, damit du weißt, wer Gott ist. And we need to have something, we need to be with God in order to know who he is.
Amen. Amen.